So, liebe Leute von heute, da sind wir also mal wieder hier bei Nexomon für die Nintendo Switch, wo wir im letzten Part ja nicht nur die Konzerttickets gekriegt haben, um auf das Rockkonzert der Aufseherin Ira von der Stadt Ignitia zu gelangen, sondern wir haben im letzten Part auch einen äußerst gefährlichen Nexocore erhalten, den der Nexolord braucht, um irgendeine Maschine anzutreiben. Ein Kern, der sagt schon alleine, er sagt ein ganzes Land, wenn ich sogar die Welt auslöschen könnte. Tja, ein bisschen zu sehr ausgeschmückt das Ganze, aber ja, dieser Nexocore ist gefährlich und in den Händen des Nexolords wäre der noch gefährlicher. Wie dem auch sei, ansonsten hatten wir auch zuletzt auch mal hier in der Nähe von Ignitia die Nexo-Skates gefunden, wodurch wir jetzt natürlich um einiges schneller ja laufen können. Darüber hinaus sind unsere Nexomon auch ein bisschen stärker geworden. Zuletzt ja auch Excavat, unser kleiner Atomreaktor des Bodenelements, ist auf Level 22, Perleo auf Level 20, Ferrosera 24, Tempestera 22, Klander Level 18 und Spink auf Level 17. So an sich hier haben wir jetzt eine gute, ausgewogene Mischung. Und ich glaube allerdings, dass in diesem Spiel, in diesem Nexomon-Spiel, es nicht die Elemente Psycho und Geist gibt, wie in Nexomon Extinction. Aber mal abwarten, vielleicht kommen ja die Geistertypen noch hinzu. Oder Psycho. Wer weiß. Jedenfalls habe ich jetzt erstmal dem Forscher seine 50 Münzen geklaut. Margot schon seit Tagen weg. Sie geht normalerweise in den südlichen Dschungel, um ihres lauten Konzerten zu entgehen. Ich bin als Bändiger nicht gut genug, um nach ihr zu sehen. Würdet ihr den Dschungel für mich besuchen? Okay, wir müssen also irgendeine Margot finden. Na, egal. Jetzt geht es erstmal zum Konzert der Aufseherin Ira, gegen die wir dann auch noch kämpfen müssen. Weil anders als Ivan und Remus ist sie dem Nexolord freundlich gesinnt. Und wieso ist Atlas eigentlich in der ersten Reihe? Wir haben doch eigentlich die gleichen Tickets. Hallo Ignitia! Seid ihr bereit für Aufseherin Ira? Lasst uns anpacken! Let's rock! Ja, warten wir erstmal ab, bis das Konzert vorbei ist. 2 Stunden und 3 Zugaben später. Oh, doch nicht. Du bist spät dran. So etwas passiert, Buddy. Du hast keine Idee, wie schwer es ist. Nexocore, wo ist er? Yeah, so ein Kind hat ihn gestohlen, heißt es. Ein Kind? Könnte es dasselbe Kind gewesen sein? Natürlich ist das. Hey, hey, das ist nicht das Ende der Welt, weißt du? Ich kann einen anderen Nexocore auftreiben. Nein! Wir werden ihn uns zurückholen. Ich werde gehen und ich werde es selbst zu Ende bringen. Das sollte lustig werden. Schau mir zu. Hey, Buddy, ein Hinweis. Ja? Du unterschätzt das Kind, Buddy. Ich habe einmal denselben Fehler gemacht, vor langer Zeit. Du sagst nicht zu viel. Lass mir dir erklären, dass Dinge etwas anders funktionieren. Das hier ist nicht eine Fantasy-Videospielwelt, Mark. Interessant, ein Forscher namens Mark. Komisch. Hä? Was ist los, Kind? Willst du ein Autogramm oder so? Eigentlich wollen wir dich etwas über den Nexolord fragen.
Oh, ich verstehe. Es ist wegen der Broadcast-Nachricht, eh? Woher weißt du das? So, so, so. Ich wurde gewarnt, dass ihr vorbeischauen werdet. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es nur ein dummes Kind sein würde. Ey, so viel älter siehst du auch nicht aus. Hey, woran gehst du? Ihr wollt die Broadcast-Nachricht, ja? Wir wissen beide, was passieren wird, Kiddo. Ich warte und wenn ihr den Mut dazu habt, kämpft mit mir. Ist es nicht irgendwie verrückt, wie ihr die Dinge mit einem Nexomon-Kampf regelt? Egal, du bereitest dich besser gut vor, bevor du hineingehst. Ich habe das Gefühl, sie ist nicht so schwach wie Ivan. Wann immer du bereit bist, lass uns hinter die Bühne gehen und Aufseherin Ira gegenübertreten. Ah, für ein Zweiter nichts ist. Bereit ist mein zweiter Vorname. Wobei wir hierbei noch nicht mal Nachnamen besitzen. Aber gut, wir haben einen Beleber, ein Elixier. Wir haben mächtige Nexomon auf unserer Seite. Boden, Wasser, Feuer. Unsere Top-Nexomon aktuell. Da kann doch jetzt nichts schief gehen. Komm rein, Kind! Ich habe gehört, dass du den Muskelprotz Ivan geschlagen hast. Fühlt sich gut, nachdem du das kleine Würstchen besiegt hast? Diesmal wird es ernst. Im Namen des Nexolord, let's rock! Du wirst untergehen! Yeah! Sie hat bloß drei Nexomon? Sie muss ja wirklich sehr überzeugt von sich sein. Mac Pillar. Ja, sie scheint wirklich ziemlich überzeugt von sich zu sein. Aber ich bin ebenso überzeugt von mir. Jetzt habe ich dich gefesselt. Dich und deine Magma-Raupe. Tja, man sollte sich niemals mit einem Maulwurfs-Atomreaktor anlegen. So viel sei gesagt. Sie macht es mir jetzt wirklich ein bisschen zu leicht. Das bedeutet ja wiederum, dass irgendetwas anderes hier gleich noch geschehen wird. Ja, es muss eigentlich so sein, dass gleich noch irgendein anderer Nexomon-Fight kommen müsste. Weil das war jetzt doch wirklich ein bisschen zu wenig. Okay, wir haben ja gesagt, einen ordentlichen Vorteil gehabt auf uns, unseres Maulwurfs-Reaktors, aber trotzdem. Ah! Hey! Denke nicht, dass du mich jetzt schon besiegt hast, Kiddo! Let's rock! Nächste Runde! Wütende Ira! Okay. Wasser! Sie wechselt jetzt die Elemente. Es wäre jetzt besser gewesen, hätten wir sie jetzt... ihn jetzt gefesselt. Autsch. Okay, Froak. Du bist auf einem ganz schön anderen Level. Aber auch wenn du auf einem anderen Level bist, Freundchen. Unsere Nexomon sind immer noch im Vorteil. Warte mal, ich setze jetzt unser eigenes Feuer-Nexomon ein. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, wir würden ein bisschen resistieren. Oh, das Duell der Raubkatzen. Elektro-Nexomon gegen Feuer-Nexomon. Aber egal, Klander
Setz den Punch ein! Okay, das war leider nicht zu gebrauchen. Der nächste Schlag soll bitte daneben gehen. Schitte! Ist Spink jetzt nicht immer noch paralysiert? Oh, er ist paralysiert. Das ist blöd. Pflanze ist nämlich sehr effektiv gegenüber Elektro. Ah, haben wir eigentlich überhaupt irgendwas, um gegen Paralyse vorzugehen? Okay, wir haben einen Antiparalyser hier. Oh, jetzt wird's mal wieder knapp. Oh, natürlich. Natürlich kann man jetzt zuletzt auch mal wieder mit dem Feuernexomon um die Ecke. Na toll, seine Angriffskraft ist jetzt gesteigert worden. Ist aber auch ein klitzekleiner Nachteil, dass Perleo sich nicht weiterentwickeln kann. Wir haben ja das Ganze schon mal nachgeguckt in unserer Nexomon-Datenbank. Was hatte ich mir eigentlich jetzt hier eben dabei gedacht? Naja, wir haben den Erstschlag gehabt, aber trotzdem. Ein Pflanzen-Nexomon gegen einen Feuer-Nexomon in den Kampf zu schicken, das war ja selten dämlich. Na, noch ein weiterer Wutausbruch. Kommt nach der wütenden Ira, die zornige Ira. Es ist vorbei, Ira. Bitte zeigen uns die Broadcast-Nachricht des Nexolord. Ich kann das nicht glauben. Es ist nur eine Entführungsmission. Was? Entführung? Wen habt ihr denn vor zu entführen? Der Nexolord will, dass wir bestimmte Wissenschaftler gefangen nehmen. Wofür? Pff, da bin ich überfragt. Ich befolge nur Befehle, Kumpel. Alles klar, also wer ist das Ziel? Mal sehen. So ein witziger Typ, der Dr. Oswald heißt. Dr. Oswald. Nachname Cobblepot. Ein Nerd, der Dr. Mago genannt wird. Dr. Mago. Von der haben wir eben schon was gehört. Ein alter Professor mit dem Namen Dr. Hubert. Nachname Staller. Und ein kleines Mädel mit dem Namen Ellie. What? Was macht Ellies Name auf dieser Liste? Ist das eine deiner Freunde auf der Liste? Was soll das heißen? Sag's uns, das ist nicht witzig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe euch schon gesagt, ich befolge nur Befehle. Ich schätze, sie ist irgendwie intelligent oder so, weißt du? Das ist schlimm. Meister Ellie ist in fürchterlicher Gefahr. Wir müssen rausgehen und sofort eine Verbindung mit Ellie herstellen. Können wir nicht erstmal das Paket abplündern? Nein? Es funktioniert nicht. Ich kann mich nicht mit Ellies Intercom verbinden. Was ist los, Kids? Was willst du denn jetzt? Nein, ich unterstütze zwar den Nexolord, aber ich weiß es zu schätzen, dass ihr gekommen seid und mein Konzert angehört habt. Warum sucht ihr nicht zuerst einfach die anderen Wissenschaftler? Was? Warum sollten wir? Ellie hat mehr Priorität. Euer Freund ist nur ein Kind. Ich wette, sie haben sie bereits, aber die anderen Wissenschaftler sind gerissener. Wenn ihr einen von ihnen vor dem Nexolord finden könnt, könnt ihr eventuell zusammenarbeiten und das Mädel retten. Aber wir kennen keinen der anderen Wissenschaftler. Naja, ich schon. Dr. Mago, ein totaler Mathe-Nerd. Ignitia ist ihre eigentliche Geburtsstadt. Ist sie da? Na, sie beschwert sich, dass sie bei all dem Lärm, den ich mache, nicht arbeiten kann. Da bleibt sie nie sehr lange. Die Verrückte geht gerne in den nahegelegenen Dschungel und liest ihre dummen Bücher.
Vielleicht versteckt sich im Dschungel. Das wäre lustig. Der Dschungel, Dr. Margo. Das ist sehr weit hergeholt, aber es gibt wirklich nichts anderes, was wir tun können. Jetzt beeilt euch besser, bevor meine Jungs herkommen. Du hast sie gerufen, während wir geredet haben. Hey, ich arbeite immer noch für den Nexolord und das ist witzig. Wir sehen uns wieder, Kiddo. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich will, er sagt immer noch das, was in der Kiste ist. Alles klar, mal sehen. Unsere beste Chance, Ellie zu finden, ist es, mit uns mit Dr. Margo zu treffen. Sie arbeitet normalerweise im Dschungel im Süden. Das ist ein langer Weg, aber wir müssen das für Ellie tun. Geh und heile deinen Nexomon, kaufe Vorräte und einige Nexotraps und auf zum Ausgang im Osten. Ja, immer wieder der Osten. Niemals der Norden, niemals der Süden, obwohl einmal war es der Norden. Aber trotzdem, die meisten Ausgänge hier im Spiel befinden sich östlich. Aber wie dem auch sei, wir wollen jetzt noch mal kurz hinter die Bühne. So, eine goldene Nexotrap. Die meisten Nexotraps habe ich sicherlich jetzt schon verschwendet. Wann wir überhaupt in der Lage sind, goldene Nexotraps einzusetzen? Nun ja, abwarten. Irgendwas Besonderes wird sicherlich hier auch noch kommen. Aber zuvor besorgen wir uns mal normale Nexotraps. Und darüber hinaus, da es ja in den Dschungel geht, werden wir also gleich mal Tempestra an erster Stelle tun. Darüber hinaus hatte ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, wann sich... Warte mal, erstmal speichern. Also gut, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, wann sich Tempestra weiterentwickelt. Und die Antwort darauf... Level 32. Hier Level 38. Also los geht's. Wir haben uns gut ausgerüstet mit neuen Nexotraps. Wir machen uns jetzt auf in den Osten, um den Dschungel zu erreichen, Dr. Margo zu retten. Und es höchstwahrscheinlich damit Nadine zu tun zu kriegen. Naja, sollten wir zwischendurch auch nochmal ein oder zwei Level-Ups kriegen, ist sie auch nicht so schlimm. Okay, diese Chance mussten wir jetzt ergreifen. Es ist immerhin ein seltenes Nexomon. Kindeor. Schicken wir es erstmal in die Nexobox. Und verdammt nochmal, jetzt müssen wir doch nochmal zurück in die Stadt. Ich will jetzt doch keinen Beleber einsetzen. Jetzt, da wir sowieso noch hier in der Nähe des Nexo-Centers sind, können wir es noch benutzen.
sicher ist ja sicher. Und wie sieht's jetzt hier eigentlich aus? Datenbank? Wo ist Kindeor? Kindeor entwickelt sich auf Level 20 weiter. Es war jetzt ein bisschen... Es war jetzt wirklich ein bisschen blöd. Aber Kindeor, du hast jetzt erstmal den Platz von Perleo eingenommen. Und da wir sowieso in einen Dschungel reingehen, gehe ich eigentlich auch wirklich mal stark davon aus, dass wir gegen massig Pflanzen-Nexomon kämpfen werden. Und da wir ja wissen, dass Nadine ja vom Element Wind ist und da Feuer effektiv gegen Wind ist, aus irgendeinem Grund, scheinen wir wohl jetzt auch im Vorteil zu sein. Da wir das aber jetzt auch wissen, sollten wir vielleicht jetzt eher erstmal ein bisschen abwarten, bis wir dann auch das nächste Gebiet erreicht haben. Aber so vom rein optischen her erinnert mich Kindeor jetzt ein bisschen an Togepi. Und das jetzt er sagt nicht gerade sehr gut, dass wir hier gegen einen Elektronexomon kämpfen, weil Feuer ist, glaube ich, schwach gewesen gegen Elektro. Okay, Level Up für Kindeor. Wie sieht's denn jetzt aus? Wie sieht die Entwicklung aus? Wir warten ab. Wir trinken währenddessen etwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, gegen diesen Nexomon haben wir jetzt schon gekämpft in diesem Part. Yep, gegen das Nexomon haben wir doch eben gegen Ira gekämpft. Asteor. Datenbank. Bitte sag mir, dass man Asteor noch weiterentwickeln kann. Das noch eine dritte Entwicklungsstufe besitzt. Ja, in der Tat, auf Level 45 entwickelt es sich noch weiter. Das höre ich doch gerne. Aber das dauert dann ja auch noch eine halbe Ewigkeit. Level 45. Ich finde es immer noch ziemlich schade, dass Pira keine Entwicklung besitzt. Naja, weiter geht's. In Richtung Dschungel. Das müsste jetzt hier der richtige Weg gewesen sein, oder? Niemand stört den großen Meister De Rosso. Die Vulkanstadt von Ignizia. Ich muss die Schönheit aufnehmen, bevor es zu spät ist und die Bändiger es versenken. Mein Meister ist schon immer der großartigste Künstler. Wir bereisen die Welt, um die besten Orte zu finden, um sie in seinem Gemälde festzuhalten.
Er sagt, dass die Welt in Gefahr ist, also müssen wir das schaffen, bevor es zu spät ist. Wie weise. Es war ein paar Jahre zu früh dran, aber wie weise. So, sind wir denn jetzt hier auf dem Weg in den Dschungel? Süden Kahns Dschungel. Jo. Erwartet uns hier etwa der Zorn des Khan? Wow, dieser Ort ist riesig. Ich denke, das ist wirklich ein guter Platz für Dr. Margo, um sich vor dem Nexolord zu verstecken. Wir beeilen uns besser und finden ein paar Hinweise. Ellie braucht uns. Ja, wir sollten ein paar Hinweise finden. Nur erfahrene Bändiger. Sollten hier sein? Naja, oder immerhin ein paar Bändiger, die auch noch wissen, wie man mit Pflanzen Nexomon umzugehen hat. Ach, das wird ja jetzt das reinste Kinderspiel. Tja, in der Tat, das wird jetzt das reinste Kinderspiel. Okay, die Level-Ups sind jetzt wirklich ziemlich kinderleicht. Aber vielleicht sollten wir trotz allem gleich mal so sehen. Okay, einen Fisch mitten im Dschungel anzutreffen, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Er hat aber leider nicht allzu viel drauf gehabt. Hey, was ist das? Das ist eine sehr schwache Aura, aber ich denke nicht, dass wir irgendwas tun können. So ein Mist. In diese Richtung dürfen wir also jetzt nicht erstmal weiter gehen. Oder anders ausgedrückt, wir können den Teleporter nicht aktivieren. Okay, Hissa haben wir eigentlich auch schon mal irgendwo hier im Spielverlauf getroffen. Diese kleine Schlange mag zwar ein bisschen selten sein, aber für unser Team eigentlich nicht zu gebrauchen. Tja, jetzt haben wir sowieso erstmal Level 26. Rotes Wehr, eine unbarmherzige Feuerattacke, die die Verteidigung deines Gegners zerstört. Na, das hört sich ja immer besser an. Aber wir sollten wirklich so langsam mal sicher mal überlegen. Oh, sieh mal, das sieht ungewöhnlich aus. Aber auch wenn wir schon gleich fast alle Nexomon des Anfangwaldes gesehen haben, kämpfen wir noch ein klitzekleines bisschen weiter, damit Asteor Level 28 gleich hat. Okay, das ist erst auch nicht schlecht. Tykrok. Ich weiß, es besitzt eine Weiterentwicklung.
Und es ist auch noch ein seltenes Nexomon. Und wir sind jetzt eingefroren. Das ist nicht gut, aber praktisch für einen späteren Kampf. Und es hat geklappt. Dann werden wir jetzt halt unseren klitzekleinen Maulwurfs-Atomreaktor mal aus dem Spiel nehmen. Und stattdessen haben wir jetzt Tykrok mit dabei. Ein Nexomon auf Stufe 27. Nicht zu verachten. Und theoretisch müsste es sich gleich auch schon weiterentwickeln können, wenn wir erstmal ein Level-Up fürs hingekriegt haben. Wo ist denn das jetzt? Ja, Level 27, Level 20. Und dann erneut Level 45. Okay, damit wir auch jetzt wirklich noch ein Level-Up kriegen können. Für unser Krokodil. Vom Nil. Gehen wir erstmal nochmal zurück ins Feuergebiet. Okay, ich hätte ja gesagt, jetzt wie es aussieht, mal kurz auf die Technikbeschreibung aufgucken sollen. Ja, in einem anderen Gebiet wäre das, wie es aussieht, ein bisschen stärker jetzt gewesen. Aber gut, noch einen weiteren Fight. Und dann steht auch schon die nächste Entwicklung bereit. Wer hätte ahnen können, dass das so schnell jetzt geht? Glückwunsch! Dein Tykrok wurde zu einem Gnalligator. Er ist gnallig, gnatterig und er ist stark. Schön. Nächste Entwicklung auf Stufe 45. Na gut, dann können wir jetzt unser eigentliches Ziel jetzt wieder in Augenschein nehmen, Tempestra weiterzuentwickeln. Tempestra braucht Level 32. Um dann seine finale Form zu erhalten. Und die finale Form werden wir so oder so in Angriff nehmen.